In diesem Video möchte ich etwas über die sogenannten Mikrosakkaden berichten. Mikrosakkaden sind Augenbewegungen, die sind so klein, dass man sie nicht sehen kann. Wenn Sie also jemand in die Augen schauen, sehen Sie diese Mikrosakkaden nicht. Aber die sind ganz kleine Ruckelbewegungen, die in die verschiedenen Richtungen das Auge ganz kurzzeitig bewegen und über nur ganz kleine Abstände. Dann könnte man denken, dass das ja schlecht fürs Sehen ist, weil dann alles verruckelt. Aber tatsächlich ist genau das Gegenteil der Fall, dass nämlich überhaupt durch die Mikrosakkaden hochauflösendes Sehen möglich ist. Warum das so ist, bedarf einer längeren wissenschaftlichen Erklärung, die aber hier zu weit führen würde. Tatsache ist, Mikrosakkaden sind kritisch für hochauflösendes, gutes Sehen. Und weil diese kleinen Augenbewegungen so wichtig sind, ist es auch Teil unserer Therapie, Wege zu finden, wie man diese Augenbewegungen optimieren kann, wenn sie eingeschränkt sind. Die Abbildung zeigt, wie stark die Augen sich bewegen, und zwar kontinuierlich. Und für normales Sehen ist es erforderlich, dass diese Mikrosakkaden gut funktionieren und vor allen Dingen, dass beide Augen sich zusammen bewegen und das nicht ein Durcheinander gibt. Um dies optimal zu gewährleisten, dass die Augen also möglichst gut funktionieren, ist es wichtig, eine Entspannung der Augenmuskulatur zu erreichen, damit durch Versteifung der Muskulatur oder mangelnde Koordination keine ungleichen Bewegungen der beiden Augen passieren. Denn diese Augenbewegungen führen dazu, dass das Gehirn Sehreize besser verarbeiten kann. Und diese Mikrosakkaden, diese Mini-Bewegungen der Augen, sind gestört bei Glaukom, bei Schlaganfall, auch bei Amblyopie oder anderen Erkrankungen. In solchen Krankheiten laufen die beiden Augen nicht immer in die gleiche Richtung. Und das kann das Sehen erschweren, weil das Gehirn zwei unterschiedliche Signale bekommt. Aus diesem Grund haben wir ein Verfahren bei Savir eingeführt, die Augenbewegungen zu üben. Das ist zwar nicht möglich mit diesen kleinen Augenbewegungen, aber es ist möglich mit Augen-Yoga. Denn das Augen-Yoga besteht darin, dass erstmal die ganze Umgebung des Auges, zum Beispiel durch das Bewegen von Händen und das Auflegen von warmer Händen auf die Augen, das fühlt sich an, wie wenn die warme Sonne auf den Arm scheint, fühlt sich das angenehm entspannt an. Dann wird Teil des Augen-Yogas besteht darin, dass dann auch um das Auge herum verschiedene Massagepunkte massiert werden, wiederum mit dem Ziel, das Gewebe um das Auge herum zu beeinflussen und zu entspannen. Und zum Schluss bestimmte Augenbewegungen in die verschiedensten Richtungen nach einem bestimmten Verfahren dann systematisch anzuspannen und zu entspannen. Wie auch beim normalen Yoga oder auch im Sportstudio, man ja einerseits Muskeln stärken will, aber andererseits man die Muskeln auch dehnen muss, damit die dann in der Balance sind. Nun, dieses ist ein Verfahren, das Augen-Yoga, welches Sie auch zu Hause durchführen können. Wenn Sie dies regelmäßig tun, ist dies auch wieder ein kleines Element der Therapie, welches Sie zu Hause unabhängig durchführen können. Vielen Dank und Ihr Professor Sabel, bis zum nächsten Video.